ab mit dir nach Hamburg, Westdeutschland, und triff dich dort mit Thomas Goodman, einem Agenten des amerikanischen Zweiges von Unity. Goodman hat möglicherweise Informationen über Dr. Schenkers Verbleib. Das Treffen findet in einem bekannten Beatnik-Club namens Zur einsamen Walküre in Hamburg statt. Du erkennst Agent Goodman an seinem verwegen gutem Aussehen und der nicht angezündeten Zigarette in seiner linken Hand. Biete ihm Feuer an. Er wird mit Sorry, ich rauche nicht antworten. Wenn der Kontakt einmal steht, unterliegst du Agent Goodmans Kommando. Folge ohne Wenn und Aber seinen Anweisungen. Ich will da sofort rein. Tut mir leid, aber geht nicht. Aber meine Freundin ist da drin. Verstehe ich ja, aber ich darf das nicht. Kann ich wenigstens rein, um sie zu suchen? Leider nicht. Warum nicht? Weil der Club voll ist. Niemand darf da noch rein. Können Sie sie nicht für mich suchen? Ich muss hier bleiben. Können Sie denn jemanden schicken, der nach ihr sucht? Wir sind alle beschäftigt. Sie werden warten müssen. Ich möchte jetzt mit einem Verantwortlichen sprechen. Wie gesagt, alle sind beschäftigt. Wenn Sie morgen nach 10 Uhr wiederkommen, können Sie vielleicht mit jemandem sprechen. Aber meine Freundin ist jetzt da drin. Sie hätten vielleicht zusammenkommen sollen. Dann wären Sie jetzt nicht in dieser Situation und ich müsste mir Ihr Gezeter nicht anhören. Ich werde gerade richtig warm. Es ist nicht mein Fehler, dass sie hier draußen und sie da drinnen ist. Das ist Ihr Problem. Sie ist Ihre Freundin. Sie hätten sich vielleicht nicht in einem Club verabreden sollen, von dem man weiß, dass er immer überfüllt ist. Bitte, darf ich nur kurz rein, um Sie zu suchen? Ich habe Nein gesagt und das meinte ich. Verschwinden Sie jetzt oder ich rufe die Polizei. Blödmann! Hey, Baby, tanzen? Ich bin hier immer zu spät. Ich warte hier schon 20 Minuten. Hoffentlich ist die Show das wert. Lass mich in Ruhe. Ist das hier immer so voll? Ja, jede Nacht. Die Leute kommen wegen der Musik hierher. Werden Sie uns noch reinlassen? Das bezweifle ich. Ich muss da aber rein. Echt? Gut, dann helfe ich dir. Ich lenke den Türsteher ab, dann kannst du durch das Fenster da klettern. Pass aber auf die Kamera auf. Danke. Gerne. Viel Spaß. Ja, hallo. Wirklich viel? Ist es immer. Sehr beliebt hier. Man sollte hier ein neues Mädchen treffen. Ja, aber ich treffe nie wirklich nette. Du stichelst. Ich stichel nicht. Alles nur Versprechen. In einer Stunde verschwinde ich. Ich bin wohl auch. Zu dir oder zu mir? Fangen wir bei dir an und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mag deine Art. Wenn du mich entschuldigst, ich habe heute Abend noch was anderes vor. Danke, danke. Vielleicht werde ich später noch mal für sie singen. Was ist denn so wichtig, dass du mich mitten im Auftritt unterbrechen musst? Du weißt, wie sehr diese Leute meine Konzerte schätzen. Jetzt werden sie sich beschweren. Das tut mir leid, Fräulein Wagner.
Natürlich, wenn die traurig sind, kaufen sie mehr Drinks, um ihren Kummer zu ertränken, was sehr gut fürs Geschäft ist. Aber mich persönlich macht es unzufrieden, wenn jemand unglücklich ist, nur weil ich nicht genug geleistet habe. Eine Gabe wie die meine bringt eine große Verantwortung mit sich, weißt du? Ja, und sie haben so viel zu bieten. Auch so jämmerliche Horrorgestalten wie diese stinkenden Beatniks verdienen ein wenig Zuspruch, nicht wahr? Gut, dann. Vielleicht möchtest du mir doch mal erzählen, warum ich rede und nicht singe. Fräulein Wagner, die Superspionin ist hier. Was sollen wir machen? Da traut sich jemand in die Höhle des Löwen. Du hast genau das Richtige gemacht. Gib ihr ein paar Drinks. Wenn sie zur Toilette geht, schnapp sie und bring sie zu mir. Hab ich mich deutlich ausgedrückt? Ja. Gut, pass gut auf sie auf. Sie darf unter keinen Umständen verschwinden. Alles wird zu ihrer Zufriedenheit erledigt. Wenn du das schaffst, dann würde ich vielleicht für dich siegen. Würde dir das gefallen? Sehr sogar, Fräulein Wagner. Es wäre eine große Ehre. Dann mache mich glücklich. Ach, wenn ich glücklich bin, siege ich dir den Nachtigall. Finde deine Klamotten spitze. Ich auch. Darf ich sie dir ausziehen? Diese Krämpfe bringen mich um. Ich glaube, dein Freund wartet draußen. Echt? Danke. Ja, an dem Tisch ist ein Platz mich in Ruhe. Vielleicht liegt sie an mir, aber ich fand die Musik schrecklich. Wie kannst du sowas sagen? Es war außergewöhnlich, sicher, aber das macht sie auch so provokant. Es war nicht provokant, das war einfach schlecht. Naja, was verstehst du schon von Musik? Vielleicht ist das einfach zu abgedreht für mich. Ich persönlich bevorzuge Musik mit Melodie. Wie langweilig. Jeder kann eine Melodie singen. Aber man muss schon ein wahrer Künstler sein, um einer Melodie zu widerstehen. Besonders mit solcher Passion und solchem Mut. Wo geht's hin? Irgendwo anders hin. Oh. Der Club ist echt groovy, findest du nicht? Thank you.
Hast du Feuer? Danke, aber ich rauche nicht. Du hast eine Zigarette in der Hand. Wirklich? Naja, Sie wissen schon, alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Sagen Sie, haben Sie Kleingeld? Ich würde gerne meine Mama anrufen, um ihr zu sagen, dass ich gerade die Frau meiner Träume getroffen habe. Ich habe mein letztes Kleingeld einem wohltätigen Zweck gespendet. Autsch. Ich habe keine Frau erwartet. Gab es denn kein Briefing? Sie sagten bloß, triff Agent Archer um 20 Uhr. Ich bin Agent Archer. Das dachte ich mir. Waren die Codeworte denn nicht Hinweis genug? Ich fand es ein wenig ungewöhnlich, aber ich dachte, hey, das ist Europa, da ist alles ein wenig anders. Scotch und Soda, du auch einen Drink? Old Granddad, bringen Sie eine Flasche, einen Tumbler und eine Schüssel mit Eis. Mein Gott, gibt's was zu feiern? Eher was zu vergessen. Wie traurig. Schieß los, Miss Archer. Oh nein, bitte nicht in dem Ton. Was? Bitte nicht so herablassend. War ich herablassend? Ja. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass das hier ein Babysitter-Job wird. Ich mag eine Frau sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht auf mich selber aufpassen kann. Oh, jetzt habe ich's kapiert. Du bist eines von diesen Mannweibern. Männerklamotten, Motorräder, Zigarren, all so ein Kram eben. Nur weil ich mich um mich selbst kümmern kann, bedeutet das nicht, dass ich nicht trotzdem eine Frau bin. Das schließt sich doch nicht aus, verstehst du? Aber ich dachte, bei der Emanzipation ginge es darum, dass aus jungen Frauen Männer würden. Nein, es geht darum, dass junge Frauen werden können, was sie wollen. Huch, wenn du mit der Pistole genauso schnell bist wie mit deinen Sprüchen, dann kannst du auf uns beide aufpassen. Gut, kein Problem. Wie sieht also unser Plan aus? Zuerst mal müssen wir herausfinden, wer der Schläger ist. Wie bitte? Du wurdest beobachtet. Wenn du ihn irgendwo hinlockst, wo es schön ruhig ist, dann kann ich mich auf ihn stürzen und rausfinden, was er will. Das ist sehr nett von dir, aber ich denke, mit dem Kerlchen komme ich schon zurecht. Mach, was du willst. Wo soll ich ihm auflauern? Versuch's mit den Damentoiletten. Was? Glaubst du, er folgt mir aufs Klo? Schau ihn dir an. Er ist so sehr damit beschäftigt, nicht aufzufallen, dass er dir wahrscheinlich auch ohne nachzudenken folgen würde, wenn du von der Brücke springst. Also wirst du sicher einen Grund kriegen, ihn zu verhören. Ich werde dann wohl einen Grund haben, auch Schlimmeres mit ihm zu machen. Ja, aber bitte frage ihn zuerst. Ich werde an der Bühne warten. Hüte dich vor dieser Operette. Ist ziemlich enthusiastisch. Ich bin hart im Nehmen. Au. Das hier vorbei ist.
Hilfe sie! Ja! Befragen konnte. Bist du okay? Ich glaube ja. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass jemand versucht hat, mich zu betäuben. Irgendetwas steckte in meinem Nacken, als ich zur Damentoilette ging. Könnte ein Dartpfeil gewesen sein. Wie geht's dir? Ganz gut. Wir treffen uns bei dieser Adresse in einer Stunde. Warum gehen wir nicht zusammen dahin? Ich möchte noch ein bisschen rumschnüffeln, um rauszukriegen, wer diese Jungs sind. Vielleicht gehören sie zu Harm. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Nein, natürlich nicht. Das ist waghalsig und dumm, aber das wird mich nicht abhalten. Na dann, viel Glück. Was mache ich, wenn du es nicht schaffst? Keine Sorge, Puppe, ich schaff das schon. Wenn du das sagst. Geh in den Backstage-Bereich. Ein Freund von mir wartet auf dem Weg. Er bringt dich hier raus. Sag ihm einfach, du gehörst zu mir. Wird er mir das abnehmen? Ja, wenn du ihm meinen Decknamen nennst. Ich kenne deinen Decknamen aber nicht. Fetter Adler. Großer Gott. Was ist daran lustig? Nichts. Bis später, fetter Adler. Nicht, wenn ich früher da bin. Okay. Ich fürchte, ich muss improvisieren. Fässern. Bier. Wir versorgen das gesamte Personal von Harm mit dem besten deutschen Bier. Echt? Muss aber eine Menge Bier sein. Das stimmt. Studien haben gezeigt, dass Kriminelle dreimal mehr Alkohol trinken als gesetzestreue Bürger. Also macht Bier Menschen kriminell? Ein solcher Vergleich lässt keinen Umkehrschluss zu. Nur weil Kriminelle viel Bier trinken, heißt das nicht, dass Bier kriminell macht. Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen mit kriminellen Neigungen gerne Bier trinken, weil es hilft, das Gewissen zu benehmen. Thank you.
Wir werden uns wiedersehen, Liebling. Und dann bist du dran.